Hier stehen wir jetzt vor einem Gerät zur automatischen Thoraxkompression im Rahmen der Reanimation. Das heißt, dass wir bei diesem Gerät die Möglichkeit haben, den Faktor Mensch im Rahmen der Wiederbelebungsmaßnahmen so weit auszuschalten, dass wir eine sichere Drucktiefe und eine sichere Druckfrequenz über einen langen Zeitraum darstellen können. Das ist ja das Wichtige bei einer Reanimation, dass so lange wie möglich durchgehend eine sichere Thoraxkompression durchgeführt wird, um den Kreislauf im Körper aufrechtzuerhalten und damit auch einen Überlebenserfolg einzustellen. Also hier sind wir jetzt direkt an dem Arm. Das ist ein Teil unseres Reanimationssystems, der auf eine Grundplatte verlastet wird. Da gibt es die Möglichkeit, entweder so eine Carbonplatte, wie wir hier unten drunter liegen haben, also die sehen wir hier, unter dem Patienten als Reanimationsbrett oder für den Rettungsdienst dann ein Spineboard zur Rettung des Patienten und auch gleichzeitig zur Reanimation durchzuführen. Der Vorteil an dem System ist, dass wir den Arm einzeln haben. Das heißt, der wird so aus dem Rucksack entnommen. Und während ein Helfer die Thoraxmassage jetzt mit seiner Hand durchführt, wie wir das also so grundsätzlich kennen, kann der andere Helfer den Arm hier installieren. Das funktioniert ganz einfach, da wird also nur reingeklickt. Hier wird über eine Arretierung dann die Verstellmöglichkeit gemacht. Der Arm wird eingestellt auf den Patienten und es funktioniert immer noch die manuelle Herzdruckmassage. Jetzt sagen wir Stopp für 3 Sekunden, in dieser Zeit richten wir den Arm ein, arretieren, drücken drauf und das Gerät reanimiert den Patienten jetzt vollautomatisch für den Zeitraum, wo noch kein Atemweg geschaffen ist, also der Patient noch keinen Tubus hat, wird das Gerät auch eine Atempause machen. Das heißt, nach 30 Mal Herzdruckmassage gibt es ein Signal, das was wir jetzt hören. Jetzt wird beatmet, das heißt, die 2 Atemzüge entsprechen den ERC-Guidelines und dann führt das Gerät die Reanimation automatisch fort.